Wenn der Staat keine eigenen Instrumente hat, die Lüge von der Wahrheit zu unterscheiden, dann ist er dieser Industrie ausgeliefert. Lüge und Wahrheit lassen sich bei dieser Pandemie nur schwer auseinanderhalten. Ob die politischen Entscheidungen der Bevölkerung nützen, bleibt fraglich. Die Industrie hat schon jetzt profitiert. Hier nimmt man die Warnungen der WHO sehr ernst und empfiehlt, die Medikamentenvorräte aufzustocken und Impfstoffe zu bestellen. Das verursacht Kosten von mehr als einer halben Milliarde Euro. Die Mediziner in Berlin rechnen in Sachen Schweinegrippe mit dem Schlimmsten. Ich würde schon davon ausgehen, dass wir im Herbst dann eine stärkere Aktivität haben werden, im Hinblick auf H1N1, neue Grippe. Und auf jeden Fall ist es sinnvoll, hier weiter das Notwendige zu tun, damit wir optimal in die Saison hineingehen können, sowohl was die saisonalen Viren angeht, als auch was das neue Virus angeht. Denn nicht jedes Land nimmt Proben von jedem Verdachtsfall. Aber auch aus einem anderen Grund sind die Zahlen fragwürdig. Das Erste, was ich tue, ist, wenn ihr 100 Fälle gefunden habt, wie oft habt ihr gesucht? Und habt ihr im Vorjahr auch so oft gesucht wie in diesem Jahr? Wenn Sie im Vorjahr gar nicht gesucht haben und sagen, jetzt haben wir ganz viele Fälle von einer bestimmten Erkrankung, dann kann man das schon mal nicht vergleichen. Dann kann es sein, dass es genauso ist wie jedes Jahr. Wenn wir das früher gemacht hätten, hätten wir zum Beispiel Pferdeviren gefunden, Nerzviren gefunden, Wildentenviren gefunden. Wir hätten schöne Namen gehabt für diese Viren, weil wir immer finden, dass bestimmte Molekularsequenzen in Tieren auch vorkommen. Und die hätten einen schönen Tiernamen bekommen, so wie jetzt die sogenannte Schweinegrippe. Es hätte aber nichts an ihrem Charakter, an ihrer Gefährlichkeit verändert. Kritiker halten die Grippe für harmlos. Doch die Experten der WHO sehen in dem Virus eine große Gefahr. Wir müssen Influenza-Pandemien ernst nehmen, denn sie können sich schnell über die ganze Welt ausbreiten. Universität Bonn, hier forscht Professor Christian Drosten. Er ist einer der Entdecker des SARS-Virus. Der Erreger führte im Frühjahr 2003 zur ersten Pandemie dieses Jahrhunderts. 8000 Menschen erkrankten damals an dem Virus. 918 starben wenige Tage nach der Infektion, also rund jeder Zehnte. Durch die vielen Todesfälle war SARS eine große Bedrohung. Die Ausbreitung konnte jedoch schnell eingedämmt werden. Heute ist die Situation ganz anders. Ja, das Gefährliche an diesem Influenza-Virus ist, dass es so viele Menschen trifft, dass es sich ganz weit verbreitet. Wenn man aber bei einem einzelnen Menschen schaut, der sich infiziert hat, kann man sagen, die Letalität, also die Wahrscheinlichkeit zu sterben, wenn man krank ist, ist sehr, sehr gering. Die Letalität liegt wahrscheinlich im Bereich von 0,1%, auch wenn die gegenwärtigen Statistiken es nicht mehr erlauben, ganz präzise das auszusagen, denn es wird nicht mehr jeder Fall aufgezeichnet. Es gibt einfach zu viele Fälle. Vergleichen wir das mit SARS, sehen wir, die Letalität ist dort 100-mal so hoch, also 10%. Aller Infizierten sind an SARS dann auch gestorben. Allein an der normalen, jährlich wiederkehrenden Grippe sterben weltweit jedes Jahr schätzungsweise mehr als eine halbe Million Menschen. In Deutschland rechnen Experten im Winterhalbjahr mit mindestens 8.000 bis 11.000 Grippetoten. In Frankreich sind es geschätzte 4.000 bis 6.000 Menschen. Das H1N1-Virus gehört wie alle Grippeviren zu der Gruppe der wandlungsfähigsten Erreger. Bei den Mutationen können gelegentlich neue, gefährliche Typen entstehen. Experten halten die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt passiert, jedoch für gering. Man könnte sagen, dieses Virus könnte sich bestimmte Gensegmente von sehr gefährlichen anderen Viren aneignen, zum Beispiel von Vogelgrippeviren, und dann zu einem sehr gefährlichen Virus werden. Aber auch da immer muss man sagen, mit Vorsicht, das jetzige Virus ist eigentlich schon sehr, sehr erfolgreich. Und man fragt sich, was denn so ein Virus davon hätte. Denn so ein plötzlicher Mutationssprung geht fast immer damit einher, dass es dem Virus zumindest für eine Zeit schlechter geht als vorher. Denn das Virus will ja nicht Menschen töten, das Virus will einfach existieren. Das kann es besonders gut, wenn seine Wirte sich unauffällig weiterhin in ihrer sozialen Umgebung bewegen, also eben nicht schwer krank sind. Warum rief die WHO überhaupt eine Pandemie aus? War es eine reine Vorsichtsmaßnahme? War es unnötige Panikmache? Kritiker werfen der Organisation immer wieder eine zu große Nähe zur Pharmaindustrie vor. Die WHO lasse sich von den wirtschaftlichen Interessen der Industrie beeinflussen.
Ich habe bei der Vogelgrippe erlebt, dass es dort jemanden gab, der verantwortlich war bei der WHO für die epidemiologische Feuerwehr. Und von dem habe ich dann am Ende des Jahres, nachdem ich mit ihm gesprochen hatte und er mir keine überzeugenden Gründe für Angst vor der Vogelgrippe dann nahelegen konnte, habe ich dann erfahren, dass er anschließend zu einem großen Pharmakonzern gewechselt ist. Und da gibt es offenbar dann Karrierelaufbahnen, die auch die WHO dann durchkreuzen und wo die WHO eine Rolle spielt. Das darf natürlich nicht sein. Experten in Europa meinen, dass bereits die Sicherheitstests der Musterimpfstoffe unzureichend gewesen seien. Deutsche und französische Kritiker stellen eine einfache Rechnung auf. Wenn Sie bei einer Massenimpfung mit 20 Millionen Impfdosen eine Nebenwirkungsrate haben von 1 Promille, dann sind das 20.000 Menschen, die dort betroffen sind. Und wenn es eine gefährliche Nebenwirkung ist, dann ist das eine Katastrophe. In Deutschland ist nicht nur ein großer Teil der Forschung pharmafinanziert. Hier nimmt die Pharmaindustrie auch massiv Einfluss auf die Gesetzgebung. Dr. Wolfgang Wodarg hat als Abgeordneter des Bundestags selbst miterlebt, wie der VFA, der Wirtschaftsverband der Pharmaindustrie, Politik macht. Der VFA hat mal der deutschen Bundesregierung sogar ein Gesetz abgekauft. So mächtig ist er. Wir haben mal ein Gesetz gemacht zur Preisregulierung von patentgeschützten Arzneimitteln. Und da sind mehrere hundert Millionen, damals noch D-Mark, dann gezahlt worden von dem VFA, damit wir dieses Gesetz nicht anwenden. Die sind gezahlt worden an die Krankenkassen. Und das hat die Bundesregierung damals mitgemacht. Unstrittig sind hohe Zahlungen der Hersteller an die Kassen. Und das Gesetz zur Preisregulierung kam nie zustande. Die Preise für patentgeschützte Medikamente legen in Deutschland die Firmen nach wie vor selber fest. Auch der Einsatz des Grippemittels Tamiflu wirft Fragen auf. Die Nebenwirkungen des Medikaments werden gerne verschwiegen, die Wirkung schön geredet.